ankündigen. Wir machen das Licht ein bisschen weniger und vielleicht so ein bisschen das bunte Licht. Jan, kannst du das bunte Licht nochmal hier auf die Szene gehen? Das ist übrigens Jan, der uns hier bei der Technik hilft und geholfen hat. Der hat auch diese ganze Traverse aufgebaut und den Saal so ein bisschen hier gerichtet. Ich kann mal ankündigen, heute um 16 Uhr, das ist in ungefähr 12 Minuten, glaube ich, sehen wir hier auf der Bühne Eddie Winkelmann mit Verstärkung. Ich weiß gar nicht, wie seine Verstärkung heißt. Seine Verstärkung heißt Rainer Regel und ist Saxophonist. Viele kennen ihn vielleicht aus dem Schmidt und Schmidt-Tivoli. Ich freue mich sehr, dass Rainer mitgekommen ist. Einfach so. Und da gibt es Musik und noch was drauf? Oder was machen die? Die spielen zusammen. Sie wollen heute keine Geschichten erzählen, sondern sie wollen nur spielen. Sie wollen doch nur spielen. Genau. Ab 16 Uhr hier auf unserer Bühne. Seid ihr eingerichtet, Stella? Alles klar? Kabel. Gibt's sofort. Ach so. Kabel. Ja, Kabel. Ja, gut. Und? Wenn ich bloß so Zeit habe. Ach, da gehst du schon auch ran. Das ist natürlich. Ich kann doch noch umsonst so ein Ding am Garten hin. Ja, das sind manche streiken das ja auch grün an und sind auch zufrieden. Nein, dann muss das. Dekorativ. Das muss auch dann richtig. Nur was? Ein Bär, ein Panda und ein. Das habe ich eben gemacht, das geht. Ja, das habe ich vorher reingesetzt. Das ist das. Ja. Und ich arbeite mit wasserlöslichen Farben, also die in der Mappe, die sind mit Buchdruckfarben gemacht. Außer diese, ich glaube, dieser Vogel, der ist auch mit diesen Farben gemacht. Aber diese anderen Sachen sind richtige Buchdruckfarben, die nicht wasserlöslich sind. Aber hier arbeite ich jetzt mit wasserlöslichen Farben. Wenn ich einen Kurs anbiete, würde ich das auch machen, weil es so ein Handgruck geht besser mit diesen Farben. Ja, die sind ja so ähnlich. Guck mal, jetzt habe ich mir irgendwie. Ja, also toll wird das nicht. Ja, aber es ist irgendwie noch nicht so richtig schön. Nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Es liegt vor jede Menge. Aber das geht auch auf diesem Rot nicht so gut. Das deckt nicht so gut ab. Ja, das ist so schön. Das deckt gar nicht so. Das finde ich toll. Das ist ja mein Platz. Hallo. Oh, das hast du aber gut gemacht. Toll. So ein rotes Auto hätte ich auch gerne gehabt. Aber guck mal, da machen wir ein Bild von, ne? Rainer, der hat das dann etwas weiter gehabt, der kommt aus Syrien und hat es vorgezogen, lieber hier zu sein. Da gehe ich noch lieber. Das klingt ja interessant, Rainer. Du kommst aus Syrien? Naja, ich komme vom Stadtrand Hamburgs, was so Richtung Schleswig-Holstein liegt. Und ja, da sind also auch manchmal Verhältnisse, die nicht so ganz überschaubar sind. Der Monitor kann noch etwas lauter. Rainer, reicht es dir? Das erste Stück heißt Treibgut und Strandherr. Sie können sich aussuchen, wer was ist. Thank you.
wild und gefährlich aus. Ein Stück Holz auf den Wogen, wie ein Fass ohne Boden sah das Leben aus. Ein zerrissenes Segel und ein Anker ohne Schiff. Ein Licht in der Nacht, auf dem Weg durch das Riff. Hey, Gewinner und Verlierer, Verliebte und Verführer finden immer wieder her. Wir sind wie Treibgut und Strandbar im Wind und Meer. Wir sind wie Treibgut und Strandbar im Wind und Meer. Thank you.